Ist eigentlich voll scheiße, dass sie das Ding hier vorsingen, weil einfach keiner in dem Video nachher das erkennt. Weil sie ja nicht irgendwie Musik hören können. Ihr könntet das Spiel nebenher starten. Machen wir noch eins? Ja, warum nicht? Radio? Moment. Spiel bearbeiten. Nehmen wir Dallas mit? Oh Gott. Dallas. Das wäre so aufnahmewürdig gewesen. Ja, es tut mir leid, dass ich nicht jederzeit in euren Skype-Gesprächen sitze. Ich habe gerade festgestellt, wir spielen das jetzt auch Overkill. Willst du mich verarschen? Du willst mich echt verarschen, oder? Oder wir schaffen einmal im Leben No Mercy. Okay. Aber dann nicht auf Overkill. Ja. Nein, wir schaffen es nicht mal auf normal. Ja, mach einfach. Nicht. Oh, komm, normal ist cool. No Mercy ist eine coole Mission, mach mal. Ich weiß nicht, mach einfach Start. Eigentlich fehlt dir noch eine vierte Person hier im Gespräch. Wenn alles? Wenn es da draußen jemanden gibt, der Dallas heißt, bitte melden. Kauf dir das Spiel, wir nehmen dich instant mit, egal wie gut du bist. Ja, wir nehmen dich mit und schreien dich dann die ganze Zeit an. Ich glaube, ich mache das hier in Part 2 dann, als zweite Mission praktisch. Dallas! Aber ohne Dallas. Jetzt groß, also irgendwann ist es halt einfach, keine Ahnung. Dallas! Der Pumpe mit, weil okay. Die Pumpe ist cool. Dallas! Dallas. Und der Typ, ich geh raus, nein, doch nicht. Coming, yeah. I'm on my way. Er steht die ganze Zeit in der Tür und schreit rum. Oh, wieso bin ich in dem alleine? 1, 2, 3, wenn du alleine bist. 4, 5, 6. Das, also das. 7, 8. Wer übernimmt Bo? Ich übernehme den Vorraum hier. Der hat gleich mal 4 Dinger drin. Okay? Lass mal gucken, wie viele sind. 2, 3. Das sind 9, er hat er gerade gesagt. 5, 6. Ich habe nicht zugehört, ich mein Sound aus. Also ich sehe, von hier aus kann ich eigentlich instant 3, 5 ausschalten, mehr oder weniger. Die Grenze sind 6 Stück, wenn ich richtig gezählt habe. Ich übernehme diesen Vorraum hier mit den 3 auf jeden Fall und gegebenenfalls diese beiden hier, wo dieser Typ da am Wasserspender oder was auch immer das ist. Geldautomat, keine Ahnung. Liegt gegebenenfalls. Ja, auf jeden Fall kann er gut dagegen lehnen. Ja. Ich übernehme also hier 3, die auf jeden Fall, und die da, falls sie noch nicht ausgeschaltet sind, okay? Und ihr müsst euch da hinten gucken, dass ihr euch ausschaltet. Wir müssen aber erstmal die Leute anschreien, das weißt du, ne? Nein, wir müssen erstmal die Dinge ausschalten. Ja, auch die Leute anschreien, weil sonst drückt ihr sofort auf den Alarmknopf. Ja, du schreist die Leute an. Ja, das kann ich. Okay, komm, geh mal. Versteht, du nimmst die linken 3, ne? Also. Ja. Auf die Plätze? Ja. Fertig. Fertig. Käse. Hölling. So, du da. Was machst du eigentlich vor mir hinlegen? Du da auch. Komm her. Kabelbinder. Ja, ich mach noch eine. Verwende ich nochmal hier. Alle mal die hier rumlegen, weil die machen ganz gerne mal diesen. Was habt ihr getan? Nichts, einer hat's. Der hier. Der da rennt. Wo ist er? Der da? Der da. Okay, wir hatten einen gleichen Plan, okay? Ja. Das macht es minimal schwerer. Minimal? Wir müssen einen Teddybär nehmen. Los. Oh nee, wir haben es nicht wirklich jetzt. Oh mein Gott, das ist so unnötig jetzt. Jungs, der Typ hier hat einen Hammer, Nagel im Kopf. Das wird jetzt relativ heftig. Hey, hier, komm mal her. Da guck. Wie kann denn das einen Nagel reinkriegen? Hat er denn gegessen oder was? Finger fehlt ihm auch nicht. Er wollte jetzt so reinbeißen, so nope. Vor allem der Typ muss famous sein, der hängt hier überall. No. Alles hier? Das Bild ist überall, ne? Das muss die Typen hier auch sehr fasziniert haben. Da ist wahrscheinlich so ein Preis, 10 Euro oder so drauf heraus, wenn du dir den Nagel in den Kopf bekommst. Geiler Sturmangriff, ne? Wie einfach gar nichts passiert. Oh. Nevermind. Ich hab Rollstuhl gefunden mit Heftchen. Hallo, Jungs. Wow, what the fuck, hast du gerade das gesehen, was der Typ mit den kam, gell? Claudio. Real. Das ist dieser ich smack dich tot Typ. Das ist der Typ da. Hast du gesehen, was der gemacht hat? Ja, smack. Er ist an der Wand lang gerannt. Was ist denn? Der stand vor mir, hat auf mich eingedroschen. Kriegst du ihn ja schon? Sei die Pflanze. Was? Mein Gott, so viele Menschen. Mein Gott, so wenig Platz zu verstecken. Es ist so unmöglich. Siehst mal, hätten wir C4, werdet ihr alle kein Problem. Hilfe, da ist ein Schildtyp. Nee. Ich
dreh mal rum. So. Ich bin nur ein Patient, lasst mich hier in Ruhe. Ich mach euch nix. Sei das Bett, sei oh. das Bett. Au. So, Josh. Das ist mir gerade voll im Weg, ne? Das ist nicht mein Problem. Worauf schießt du? Hör auf, die Mann zu erschießen. Der Vorhang schaut übel aus. Das ist kein Vorhang, das ist eine Wand. Das hier ist aber ein Vorhang, das grüne. Ja, aber du hast ja auf die Wand geschossen. Kommt da gleich auch einer raus? Sie laufen immer die gleichen Wege. Könntest du bitte aufhören, Claudio, vor meiner Nase rumzuhüpfen? Kann ich? Ich war in der Hocke. Für gehüpft bin ich also nicht. Ja gut, du bist halt rumgekrochen, sah ziemlich komisch aus. Wie viel einfach... Und die ganzen Leichen verschwinden. What the fuck? Munition. Oh, Computer. Ja, Jungs, der Typ hat Excel offen. Ich kann's sehen. Hast du am Boden? Ich glaube, ist das hinter euch? Hallo? Nein. Ich glaube, ich kann mich darauf verlassen, dass mein Rücken gedeckt ist. Sag mal, wieso schießt eigentlich? Ich hab eigentlich. Ich schieße in die gleiche Richtung wie du. Ich hab Zivilisten getötet. Hab ich nicht. Ja. Das vielleicht doch. Ich hab schon ein paar mitgenommen. Die laufen halt immer wieder durch den Gang. Warte mal kurz, ich hab eine Pumpe. Putz, Junge. Das ist kein Überfall mehr, das ist jetzt Nachmoglauf. Ich und. Du willst auch rennen. So. Warte, ich lag grad nach. Und fick dich und dich. Oh, das war Yannick. Den da. Der ist auch den letzten Ausschalten. Und das Ding ist ausgegangen. Ich mach mal kurz Bären. Der ist verdient. Durchhalten. Das ist kein Bär, was ist das eigentlich? Ist das ein Esel? Das ist ein Esel. Ein Bär. Das ist ein wunderschöner Bär. Zumindest hat er das gesagt. Das ist ein Besel. Bär, wie sind bei dir? Das hatten wir doch schon mal. Wie hieß er damals? War es auch ein Besel? Ja, ein Besel. Das erste, was wir das gesehen haben, sind wir auch drauf gekommen, dass es ein Besel ist. Fucking Besel. Ein Besel? Was? Eine seltene Tierart. Ey, der rennt weg. Komm her, du. Hier wird dich wegrannt. Bleib stehen. 50 Sekunden noch. Kannst du bitte aufhören, deine Munition zu verschwenden? Ich suche gerade Zivilisten? Die wollen wegrennen. Die Polizisten beschreien hier einen nach Mannen. Guckt euch mal an, was für eine Sauerei. Das Ding ist gleich fertig. Mal gucken. Noch 21, 20, 19. Was haben wir hier? Hier sind ein paar Leute. Und andere Typ eines Herzes hängt hier an der Wand. Könntest du bitte mal helfen? Ich bin geschockt. Ich hab eine Brechstange. Nicht schlecht. Ich jetzt. Wie soll man bitte chillen? Ja, Mann, die Tür sind noch. Oh Mann. Wie kann eigentlich dieser Typ da sehen? Wene, Mist. Wir nehmen immer den hier hinten. Okay. Fucking Besel. Wusste ich doch, dass du noch da bist. Mal auf hier. Wenn wir dumm laufen, dann müssen wir alle öffnen, oder was? Ja. Kann mir noch mal jemand sagen, warum wir da ran wollen? Moment, Zombie-Apokalypse. Das ist ein Auftrag. Ey Jungs, man kann ja auf die Leiter hoch. Er hat mir Insta-Gip gegeben. Ich hol Josh. Ja, Claudio, ja, da. Rette uns. Willst du mich verarschen? Ich gebe euch Deckung. Du bist eine tolle Deckung. Ja. Ich weiß, ich bin tot. Das ist Madwall, mehr nicht. Meatwall, nicht Madwall. Ich bin nicht aus Mad. Cool schon. Da ist gerade ein Kerl in meinen Raum rein. Ich seh ihn, der schießt auf dein... Leute, du bist... Wie ist er überhaupt hier reingekommen? Durch die Tür! Achso. Da kommen noch zwei nach. Eine Sauerei, oh mein Gott. Und ein Bulldozer, oh mein Gott, diese... Ey, ganz ehrlich, erinnere euch eigentlich diese Typen eigentlich auch an diese... von Left 4 Dead, die Heinzelmännchen da? Was, nein. Uma? Nein. Die laufen einfach so rum. Die sind ziemlich schwach normalerweise, aber die haben halt so ein komisches Aussehen. Die waren auf dem Cover, glaube ich, nur drauf. Ich konnte mich nicht bewegen, das war super. Oh mein Gott. Das ist auch super. Ich glaube, wir sollten das ein bisschen mehr Stealth versuchen.
glaube, die Mission ist komplett stealth schaffbar. Ich glaube nicht für uns. Ja, ich gebe dir keine Mühe. Mir geht's gut. Ja, tschüss. Was? Oh, meine Kamera wollte gerade auf Janek, dann fliegt er quer durch den Raum. War das nicht ein Spaß? Absolut. Familie? Okay, die Aufnahme läuft noch. Alles ist noch gut. Amka 2 Experte, war doch immer die. Achso, das. Oh Mann. Die Amka war es, Sturmgewehr. Ja. Oh Jesus. Lol, Caps Lock Fail. Nicht mal, ne? Ich wollte eigentlich alles in Caps schreiben, also alles mit Shift gedrückt schreiben. Also noch schlimmer. Was? Überfallen ein Krankenhaus. Ich bin nicht sicher, ob es irgendwo anders noch schlechtere Räuber gibt. Doch. So, eins. Wo sind jetzt die Kameras? Hier erstmal gar keine mehr, oder? Warte mal, das war vorhin gar keiner von denen da hinten. Gibt doch immer noch einen zweiten Alarmknopf. Ich glaube, ich gehe wieder. Tschüss. Ich habe jetzt noch hier anders. Hier ist der Alarmknopf, der zweite. Ja. Jesus. Also hier, die haben jetzt ganz viele im Hauptraum. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich würde dann die hier um den Tresen herum übernehmen. Ja, hier guckt ihr mal die Bitch an. Sprich. Fuck, Bitches get money. Bitte was? Warum ist die Bitch größer als ich? Die ist nicht größer als du. Also bei mir schon, ich guck. Wieso ist mein Blickfeld auf Höhe ihrer Schulter? Wieso stört sie das hier gar nicht? Also ich würde. Ich finde den Arzt-Titel gut, ich bin voll produktiv, der Mann. Die sind ja alle. Oh, ich verfasst gerade was in deinen Tränen. Ja, schon wieder. Kannst du, glaube ich, hier gar nicht. Jungs, ein Like. Okay, Leute, bitte? Leute, ich würde dann diese. Oh mein Gott! Ja? Ich würde die Kamera hier, hinter den Tresen die, und. Ja. Und ich erschieß Menschen. Du gehst hier hin und schreist die Leute an. Okay. Okay, go. Go. Hinlegen. Ja, der Kerl, ne, er sitzt auf dem Sofa. Hinlegen, ja. aufstehen, hinlegen. Da, die eine Kamera habe ich daneben geschossen. Nein, habe ich nicht. Meine sind alle down gewesen. Die eine Kamera habe ich daneben geschossen. Du solltest verstehen, dass ich gemeint war. Achso, ich habe verstanden, Yannick hat daneben geschossen, sorry. Haben wir jetzt andere Bilder an diesen Dingern hier? Ne, immer noch der Typ mit dem komischen Nagel. Du glaubst, ja, nicht, der Sauergast, ey. Ja, ich will das so schnell nicht mehr entlassen. Yoshi, wolltest schon mal was über die Anatomie des Herzens lernen? Ich kann es nicht nehmen. Es ist verpixelt. Ne, geht eigentlich. Ne, warte, geht doch nicht. Willst du mich verarschen, Claudio? Ich glaube, das ist mit Absicht verpixelt, dass man nichts lesen kann. Hier kann man noch was über den Kopf lesen. Über den Kopf? Ja, der Human Skull. Das ist eine Nase. Da oh mein Gott! Aber am meisten lernt man, wenn man einfach Leuten den Kopf abschießt. Oh Jesus. Da müssen wir jetzt eigentlich erwarten. Lange. Dieses noch? Immer noch 200 Minuten Sekunden. Ich bin gerade am überlegen, ob ich vielleicht leicht hinten dran Musik unterlege, die ich verwenden darf, damit man wenigstens ein bisschen was hört. Was darfst du denn unterlegen? Von Papa Floyd Music, der macht ganz viel coole, kostenlose Musik. Nennt nicht der alte Chiptune Musik. Darf ich die auch verwenden? Viele. Es gibt schon einige, aber es gibt nicht so viel gut. Ich finde aber diesen Papa Floyd, den kann man sich sogar anhören, wenn man gar keine Videos produziert, sondern einfach nur, der macht echt coole Musik. Ich meine, es gibt viele von diesen von Spielen und so Soundtracks, die kannst du einfach verwenden. Ja, aber ich will das so 0815, das verwendet irgendwie jeder, weil es jeder so retro cool findet, aber ich weiß nicht. Auch mal andere Sachen verwendet und der Typ hat es echt gut drauf. Gibt aber noch ein paar andere, die es auch echt gut drauf haben. Ich weiß jetzt leider nicht den Namen, aber es gibt noch einige, die Musik machen, die man. Hier steht I don't know FA. 1, du könntest 2, auch 3. irgendwie mal versuchen, nützlich zu sein. Hier ist doch nix. Guck mal, links in den Hauptgang. Hey, don't kill any civil. Was? Oh, der Kerl ist gerade nicht nach oben gegangen, aber ich hab's er hat sich gedacht, oh mein Gott, sind das für Idioten. Geh wieder. The planet needs me. See ya, nerds. Ich hab's auf Band, Leute. Ihr könnt es euch dann noch später angucken. Ich bin nicht gleich abzulenken. Oh, guck mal. Feuerexit. Oh, fuck's sake. Gib mir mal ein bisschen Money hier. Die Schränke sind... Ich bin fett. Ich passe nicht in diesen Raum.
Totally worth it. Ja, ich habe ein Bildschirm gefunden, nämlich mit nach Hause. Wo bin ich da noch? Kann dir da mehr als 60 Frames anzeigen. Leute. What the fuck? Wie die denn da alles durch die Lüftungsschächte rum? It's raining, man. Hallo? Ja, was los, was los? Von den Toten Crew, wir brauchen da noch eine Brechstange, oder? Keine Ahnung, gibt's hier Brechstangen? Ja, es gibt ja eine Brechstange in dem Ärzteraum und der Umkleide da von Ärzten. Frag mich nicht wieso. Für die ganz riskanten Fälle. Okay, habt ihr recht. Kann ich die auch mit der auch Leute smacken? Nein, wir spielen ja keine Half-Life. Oh, nichts kann man machen. Ich kann niemanden mit C4 hochjagen. Ich kann niemanden mit meiner. Leute, ich pack auf ihn rum. Oben. Drauf. Du brauchst Geiseln, Fessel der Zivilisten. Mit welchem? Oh, mit meinem Kabelbinder vielleicht. Fuck, mach dieses Riot-Schild weg. Er rennt auf mich zu, Smack. Mach dieses Riot-Schild weg. Fuck's Egg. Leute. Sag mal, was macht ihr da eigentlich? Wir werden von Riot-Schild bedroht. Ja, toll. Das war ein Bullshit. Ich wurde von einem Typen niedergesmackt. Ich auch. Er sprang runter, er sprintet auf mich zu, Smack. Ja. Die Mission ist definitiv was für Stealth. Ja. Ich schneide mal eben nach, ne? Ich war immer auf was gefasst. Der ganze Gang ist voll, mein Freund. Du musst nur 3 Minuten durchhalten, Joshua, keine Sorge. Mir 3,20, weil ich es will, ist in der Stadt, ne, 2. Ja. Sei das Regal. Sei das Regal. Claudio, weißt du noch? Ich mach's nicht. Hala, na geh da. Claudio, weißt du noch? Ich war's nicht. Nein. Da, wo wir auf dem Hochhaus waren und Joshua die ganze Zeit hochgekriegt, ich war's nicht, weil wir eins da erschossen haben. Ich war's aber wirklich nicht, okay? Das war so eine geile Aktion, das war eigentlich, wäre alles so Video wert gewesen, hey. Unsere gemeinsamen Dokumente hätte ich aufnehmen müssen, und hochladen müssen, wir waren alle. Es ist wirklich, Joshua ist das Regal, niemand erkennt ihn. Das Regal ist ein Massenmörder. Ich find's so, wie ab und zu ein paar von den Flaschen in den Gegend fliegen. So, für 60. Ich hab eine Totenkopfmaske auf. Ich hab einen Kürbiskopf letzte Mission, glaube ich, aufgehabt. Nee, du hast dieses After-Ding, oder? War halt ein Teil. Ich erschieß die Flaschen. Hör auf, du musst deine Munition sparen. Ich muss gar nichts. Polizisten haben einen Zivilisten befreit. Warum befreien die uns eigentlich? Es ist. Au! Au! Irgendwas hat mich getroffen! Au! Bulldozer! Ich kann nicht. Wie dumm das aussah. Wie hast du denn das gemacht? Ich hab mich geduckt und ich hab Kreis gedreht. Das musst du dir später in der Aufnahme angucken, wie geil das aussah. Sag's dir. Wer braucht ja eigentlich noch? Gar nicht mehr. Janik braucht noch eine Minute. Ja, wenn wir noch Zivilisten haben danach. Wir haben keine Geiseln mehr. Oh mein Gott! Ah! 2. Oh mein Gott! Oh Mann. Jetzt warst du so lange das Regal. Wollen wir mal die andere Stealth-Mission probieren? Ja, welche andere? Ja, die im Hochhaus, wo Joshua sie.